haften Erben für die Steuerschulden des verstorbenen Rentners. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Muss ich die Steuerschulden meines verstorbenen Vaters bezahlen? Der hatte doch eine eigene Rente. Was habe ich mit seinen Steuerschulden zu tun? So der Hilferuf, der uns auf rentenbescheid24.de kürzlich erreichte. Die Rechtslage ist relativ einfach. Gesetzliche Erben oder testamentarische Erben bekommen im Todesfall das gesamte Vermögen des Erblassers. Der Erblasser ist immer der Verstorbene. Zum Vermögen des Erblassers, des Verstorbenen, gehört nicht nur das Filet, also das Bankguthaben, die Häuser, Anteile an Firmen, sondern auch die Schulden, die der Verstorbene zu dessen Lebzeiten gemacht hat. Also, wenn morgen Donald Trump sterben würde, erben seine Nachkommen seine riesigen Schulden, die er gegenüber der Deutschen Bank hat. Und genauso trifft es unseren Erben gegenüber dem Finanzamt. Wenn der Erblasser Steuerschulden hat, dann gehen diese auf das Vermögen des Erben im Zeitpunkt des Todes des Erblassers über. Und zwar automatisch. Man nennt das auch Universalsukzession. Dann kann ich natürlich sagen, Pech gehabt, viel Spaß mit dem Finanzamt. Aber so einfach mache ich mir das natürlich als Anwalt nicht, sie somit abzuspeisen, sondern der Erbe hat zwei ganz legale Tricks, wie er damit umgehen kann, wie er sozusagen die Steuerschulden loswerden kann. Das erste kennen Sie wahrscheinlich. Er schlägt die Erbschaft einfach aus. Er hat vorher geprüft und stellt fest, der Nachlass ist so überschuldet, ich will mit den Steuerschulden vom Finanzamt nichts zu tun haben. Weg damit. Innerhalb der Ausschlagungsfristen schlägt er einfach die Erbschaft aus und schon ist er das Problem los. Oder aber, wenn er die Fristen versäumt hat, beantragt er beim nächstmöglichen Amtsgericht die sogenannte Nachlassinsolvenz. Und das hat zur Folge, dass die Insolvenz dazu führt, dass nur noch der Nachlass haftet und nicht mehr das private Vermögen des Erblassers. Das heißt aber auch, dass das gesamte hinterbliebene Vermögen in die Nachlassinsolvenz hinein muss. Wer erbt? Der sollte als allererstes mal prüfen, was in dem Nachlass eigentlich drin ist. Ja? Also wenn ich jetzt einen großen Nachlass habe und ich habe wenig Steuerschulden, na dann ist es natürlich kein Problem, dann zahle ich die Steuerschulden. Wenn Sie aber nicht weiter wissen, dann einfach zu einem Fachanwalt für Steuerrecht gehen und sich dort in Ruhe beraten lassen und dann auch die entsprechenden Informationen nehmen und für sich verarbeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.